Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Titan Chaser. Wir sind hier noch im Titelbildschirm und das hat einen besonderen Grund, denn seit dem 24. November gibt es die deutsche Übersetzung im Spiel. Diese werden wir jetzt auch einmal laut auswählen und dann in der deutschen Übersetzung weiterspielen. So, wandernde Titanen hatten wir bereits durchgehabt. Der letzte Wal ist nun unsere Wal. Bin mal gespannt, ob die deutsche Übersetzung jetzt in Anführungszeichen nur den Untertitel betrifft oder ob auch eine deutsche Übersetzung in der Sprachausgabe vorhanden ist. Das habe ich in meiner Spontanität jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Aber wir werden uns mal überraschen lassen. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja. Bin dann noch mal gespannt, was aus diesem Teil wird. Ich nehme das nämlich jetzt gerade auf, wo die zweite Folge noch nicht online gegangen ist. Ob das wieder ein Zusammenschnitt wird oder ob das in voller Länge hochgeladen wird. Ich denke mal, das wird... A gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become evacuation point instead of... Ah, okay. Wir haben in Anführungszeichen nur eine deutsche Textübersetzung, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist schon für mich vollkommen ausreichend. Vor allem, weil die englische Sprachausgabe auch sehr angenehm ist. Naja, warum wir hier an der Tankstelle sind und nicht oben an unserem Schlafplatz, an unserem Motelzimmer, hat einen ganz einfachen Grund. Um einen Speicherpunkt zu haben, bin ich nach Ende der letzten Folge nochmal kurz hier unten zur Tankstelle hingefahren. Hab mir hier den Speicherpunkt gesetzt und ab hier geht's dann jetzt auch einfach weiter. Und zwar mit, zum einen legen wir einmal das Tape ein, machen ein wenig Musik an. So. Und wir... So, Flying Whale. Das... Just another day at work. So wollte ich das eigentlich haben. Ich wollte nämlich eigentlich drauf zoomen, um den Text lesen zu können. Der letzte Wal. Ein fliegender Wal wurde bei Bright City gesichtet. Führe ihn zum entgleisten Zug nordöstlich von Woodville. Da waren wir ja auch schon ein paar Mal, sind ein paar Mal dran vorbeigefahren. Und improvisiere von dort an, um ihn aus dem Gebiet herauszuführen. Er mag es mit gelben Hennen dicht zu spielen. Er liebt das Geräusch von fahrenden Zügen. Letzter seiner Art und sehr einsam. Oh. So. Wegen der Wahl wurde bei Bright City gesichtet. I don't know you, Clark, but I'm grateful. Music can save my day. Oh. Das denn? Und wie? Ich hab's. Bright City, ja. Quasi einmal umdrehen und in die Stadt. Oh, ich bin so gespannt, wie die Stadt aussieht, ne? Wir sind ja nur einmal in der Ferne dran vorbeigefahren. Hier diese Straße war das. Aber wir waren jetzt nie wirklich in der unmittelbaren Umgebung von dieser Stadt. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht. So, und wo müssen wir hin? Für ihn zum entgleisten Zug nordöstlich. Genau. Gedächtnis wie ein Sieb. Das heißt also, wir dürfen sehr wahrscheinlich, wir haben... Oh, dieser Sound, ne?
vermute mal, es wird nicht reichen, einfach das Licht brennen zu lassen. Ich vermute mal, wie mir... Hallo, ich wollte eigentlich die... Ach, da ist... Motorraum, okay. Ja. Vermute mal, es wird nicht reichen, die Lichter einfach so von den Autoscheinwerfern zu nutzen, sondern ich muss dann schon unser Licht da oben auf dem Dach benutzen, welches aber nicht funktioniert, während der Motor läuft. Sprich, können wir uns eigentlich anschnallen? Nein. Sprich, wir dürfen... Achso, Handbremse lösen. Theoretisch ein Stück vorfahren, Licht... Upsala. Dann das Licht anmachen und ihn Stück für Stück dann Richtung Zug führen. Ich hatte übrigens gesehen, dass es zum einen, ich möchte das nicht so laut auf den Ohren haben, zum anderen muss ich mal kurz gucken, dass es in der Aufnahme gerade nicht zu hell oder zu dunkel ist. Ja, aber das sieht wohl gut aus. Alles gut, alles tutti. Na gut, dann fahren wir einmal zur Bright City. Einmal links abbiegen. Und dann Ausschau halten nach einem fliegenden Wal. Finde ich übrigens als Titan sehr interessant, sehr schön. Ach, da fliegt er schon. Und hier dann. Moment, ich mich. Auto verlassen. Wo? Hä? Da ist er. Kann man ihn sehen? Ja. Einfach ein riesiger fliegender Wal. Holy. Natürlich. Funktioniert auch alles super. So, wo haben wir ihn denn? Mal. Hey, he's playing with my spotlight. Now I need to escort him to the train. So. Was ist denn, wenn ich hier jetzt das Licht wieder ausmache? Dann dreht er da anscheinend seine Kreise. Okay. Auto betreten. Motor an. Ich würde gerne einmal da reinfahren, ne? Aber. Also das Auto lenkt sich wirklich miserabel, muss ich sagen. Fenster zu, damit man die Musik besser hören kann. Genau. Will mitkommen. Alter. Oh. Ich möchte den nicht beim Reden zuhören. So, dann werde ich mal gucken, wie weit auch die Reichweite ist, ne? Wie weit er das Licht denn überhaupt sehen kann. So. Dann. Ja, ist eine gute Positionierung. Jetzt warte ich mal eine kurze Sekunde, ob er denn mitkommt oder nicht. Hören tue ich ihn nicht. Da hinten ist er. Nee, anscheinend nicht. So. Ball. Na komm.
Ja? Gut, hat er gesehen. Dahin bitte. Versuch das mal so ein bisschen so zu machen, dass ich auch von innen sehen kann, dass er mir folgt. Stell uns mal auf die Brücke. Beziehungsweise kurz davor. Oh. Da hinten ist er. Da war er gerade. Hallo. Karl? Da ist. Ich glaube. Ja, da kommt er. Nice. So. Ja, durch die Brücke ist in Ordnung. So, Tür wieder zu. Licht aus. Engine an. Handbremse lösen. Wie fahre ich denn am besten? Am besten hier dann gleich links runter. Ja, man. Ich wollte eigentlich die Straße treffen, aber so ist das auch in Ordnung. Kann ich eigentlich durch die Wälder fahren? Ein bisschen Querfeld ein, um ein bisschen Straße zu skippen. Oh. Oh, hier sind Häuser. Woodville. My parents still live here. Ach, das ist Woodville. This place was half dead since I was a child. It seems locked down to almost no. Einmal durchquetschen. Da ist doch nicht voll eingeschlagen, das Lenkrad. Habe ich ihn jetzt verloren? Ist es sinnvoll, einen Titan in eine Stadt zu locken? Ja, wahrscheinlich. Hallo Leute. Ja, hier müssten wir gerade irgendwo sein. Wir müssen nach Osten, nach links. Da irgendwo hin. Oh nein. Ja. Ja, so sollte das funktionieren. Ein anderer würden die Straßen benutzen, aber ich. So. Moment. Ist jetzt irgendwo. Wo hier müsste das doch sein. So, nochmal sicher zu gehen, dass er auch wirklich mitkommt. Wali. Da ist er. Da bitte hin. Ich finde, das ist schon echt beeindruckend. It seems he likes the train more than my spotlight. He's set to improvise from here. Let's see what's next. Ja.
Theoretisch hätte ich jetzt ja gesagt, dass wir irgendwie das Licht von dem Zug. Moment, ich setze einmal kurz den Spawnpoint neu, den Speicherpunkt. Nur zu den Nachrichten. Titan Chaser ist nominiert für die Steam Award 2020 in der Kategorie Zurücklehnen und Entspannen. Hallo. Kleiner einsamer Wal. Können wir hier irgendetwas dran machen eventuell? Können wir den irgendwie losfahren lassen oder so? Abkoppeln und losfahren lassen, dass der Wal dem hinterher fliegt, schwimmt, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ach, das Flugzeug. Ich möchte übrigens nicht von der riesigen Flosse. Ist das die Finne? Heißt das so? Getroffen werden. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht können wir jetzt ja in diesem Abschnitt über die Kiste da rein, beziehungsweise. Aha. Wow, the train is actually moving. It has been staying here for years, and now I launched it. That's something to be proud of. Und zwar, indem man ein Rädchen gedreht hat. Aber es scheint. Was machst du jetzt? Fährst, schwimmst, fliegst du dem jetzt hinterher? Ja, tatsächlich. Nice. Schön. Auto betreten. So. Würde ich mal sagen. Ist unser Job jetzt erledigt? Wait, did the train just crash? I should check it. Habe ich mir schon fast gedacht, dass der Job noch nicht erledigt ist. Wo denn? Ich fahre einfach mal der Strecke hinterher. Oh. Oh, natürlich. I hope they won't take this from my salary. The whale went home though, so I can call it tonight. Top. Also irgendwie von den Gleisen wieder runterkommen. Dann geht's ab nach Hause.
Fenster hoch, bitte. Dann gucken wir noch einmal kurz, ob Jasper noch was Neues hat. Hey Jasper, what are you... Wait, that's something new. I don't want to talk about it. Das... Ach so, ja, das ist nicht neu, nur halt deutsche Übersetzung. Aber das haben wir ja schon gelesen. Aber wo ist Jasper hin? Das jetzt noch zum Gruselspiel oder... Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. Gut, ich meine, wer kennt es nicht, ne? Auch in der jetzigen Zeit kann man das gut einbauen. Hallo? So, Stromkasten. Wo ist er denn hin? Ich meine, der kann doch hier nicht alles unbeaufsichtigt lassen. Naja, egal. Wird sich schon wieder anfinden. Hoffentlich nicht in meinem Zimmer. Immer dieses eingeschaltete Wasser. Na gut, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen in dieser Folge und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Mal gucken, was dann auf uns wartet. Bis dann.